Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Susanne Daubner. Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Die Präsidentenwahl in Österreich ist klar entschieden. Der frühere Grünen-Chef Van der Bellen liegt nach den Hochrechnungen mit deutlichem Abstand vor dem FPÖ-Politiker Hofer. Dieser hat seine Niederlage bereits eingestanden. Beide hatten sich zum dritten Mal binnen eines Jahres dem Votum der Wähler stellen müssen. Die Stichwahl im Mai, die Van der Bellen knapp gewonnen hatte, wurde wegen Formfehlern annulliert. Schon die erste Hochrechnung des ORF zeigt ein eindeutiges Ergebnis. Der ehemalige Grünen-Chef Alexander Van der Bellen liegt mit 53,6% vorne. Sein Vorsprung ist so groß, dass selbst die Briefwahlstimmen, die erst morgen ausgezählt werden, das Ergebnis nicht mehr drehen können. Van der Bellen, der als unabhängiger Kandidat angetreten war, konnte damit seine Stimmenzahl aus der ersten Runde noch ausbauen. Bereits kurz darauf traten Sieger und Verlierer vor die Presse in Wien. Van der Bellen sieht nun die große Aufgabe, die politischen Gräben wieder zuzuschütten, die der Wahlkampf gerissen hat, und will aktiv auf die Wählerinnen und Wähler aller Parteien zugehen, aber natürlich auch jener der FPÖ. Manche von denen haben durchaus berechtigte Sorgen. Bei den Anhängern der rechtspopulistischen FPÖ zeigte man sich enttäuscht, aber gefasst. Gegenkandidat Norbert Hofer gratulierte dem neuen Bundespräsidenten und gestand seine Niederlage ein. Ich bin nicht böse. In einer Demokratie wie in Österreich hat der Wähler immer recht. Fast 12 Monate Wahlkampf gehen damit zu Ende. Nie zuvor gab es eine Bundespräsidentenwahl, die so lange dauerte. Mit Stichwahl, Wahlanfechtung, Annullierung und Verschiebung. FPÖ-Chef Strache schloss noch im Wahlstudio eine erneute juristische Überprüfung aus. Jetzt gibt es sicherlich keine Beanstandungen. Anfechtung ist kein Thema. Ist kein Thema, ja. Die Wahl gilt als politischer Richtungsentscheid zwischen einem europafreundlichen und einem Anti-EU-Kurs mit Signalwirkung über die Grenzen Österreichs hinaus. Zum Wahlausgang in Österreich jetzt live aus Wien, Michael Mandlik. Ja, mit einem derart deutlichen Ergebnis dürfte der voraussichtlich neue Bundespräsident Österreichs wohl selbst nicht gerechnet haben. Die Meinungsforschungsinstitute waren ja nach den vergangenen, aber annullierten Wahlen im Mai vorsichtig geworden und deshalb von einem äußerst knappen Wahlergebnis ausgegangen. Woher aber kommt nun das deutliche Votum für den Ex-Grünen-Chef und die entsprechende Pleite für FPÖ-Mann Norbert Hofer? 11 Monate harter Wahlkampf haben dabei den Wählern wohl Spuren hinterlassen und auch die Frage, wie viel Würde braucht das Amt des Bundespräsidenten? Da konnte der vergleichsweise zurückhaltend auftretende Alexander Van der Bellen wohl punkten. In der Auseinandersetzung mit einem zuletzt immer verbissener auftretenden Norbert Hofer, der wohl zusätzlich auch vergeblich auf den sogenannten Trump-Effekt gehofft hatte. Und damit zurück zu Susanne Daubner. In ersten Reaktionen zeigten sich Koalitionspolitiker erleichtert über den Wahlausgang in Österreich. SPD-Chef Gabriel sprach gegenüber der Bild-Zeitung von einem Sieg der Vernunft gegen den Rechtspopulismus. Ganz Europa falle ein Stein vom Herzen. CDU-Generalsekretär Tauber sagte, er freue sich über die Wahl Van der Bellens. Auf diesen komme nun die schwere Aufgabe zu, die österreichische Gesellschaft nach dem harten Wahlkampf wieder zusammenzuführen. Mit dem Wahlausgang in Österreich befassen wir uns auch auf tagesschau.de. Dort finden Sie Erklärungen und weitere politische Reaktionen. Kurz vor Beginn des CDU-Parteitages kocht in der Union wieder der Streit über eine Obergrenze für Flüchtlinge hoch. Bayerns Finanzminister Söder verlangte, sich auf eine Höchstzahl von 200.000 Menschen festzulegen. Dies wäre ein klares Signal der Glaubwürdigkeit, sagte der CSU-Politiker im Deutschlandfunk. Bundesfinanzminister Schäuble erklärte gegenüber der Bild am Sonntag, die Frage stelle sich angesichts sinkender Flüchtlingszahlen nicht mehr. In Italien können die Bürger noch bis heute Abend um 23 Uhr über eine Reform der Verfassung abstimmen. Das Referendum gilt auch als Schicksalswahl für Ministerpräsident Renzi. Ein Nein der Wähler könnte seine Regierung in eine Krise stürzen. Die Reform sieht vor, dass eine der beiden Parlamentskammern, der Senat, deutlich an Macht verliert. Das soll die Gesetzgebung künftig erleichtern. Matteo Renzi gibt sich bei der Stimmabgabe in seiner Heimat Florenz selbstbewusst. Für ihn geht es um viel. Nicht nur um seine Verfassungsreform, sondern auch um seine Karriere, über die heute entschieden werden könnte.
Der Ministerpräsident hatte den Ausgang des Referendums mit seiner politischen Zukunft verknüpft. Bis zum Schluss sind viele Italienerinnen und Italiener unentschlossen, wo sie ihr Kreuz machen sollen. Zur Stunde liegt die Wahlbeteiligung bei gut 57%. Bis zum Schluss war ich unentschlossen und am Ende habe ich mit Ja gestimmt. Denn es ist unsere Zukunft. Versuchen wir, etwas zu ändern. Ich habe mit Nein gestimmt. Es braucht keine neue Verfassung, nur eine neue Regierung. Ich habe mit Ja gestimmt. Auch wenn die Reform noch verbesserungsfähig ist, so ist es immerhin ein Schritt nach vorne. Die Verfassungsreform sieht vor, den Senat zu verkleinern und ihn in seiner Macht zu beschränken. Gesetze sollen somit schneller verabschiedet werden, hoffen die Befürworter. Senatoren würden dann nicht mehr direkt vom Volk gewählt, sondern von den Parteien aus den Regionen entsandt. Und genau das ist einer der größten Kritikpunkte der Gegner, dass mit dieser Reform das Volk entmachtet werde. Fast 51 Millionen Menschen sind zur Wahl aufgerufen und noch knapp 3 Stunden bleiben die Wahllokale geöffnet. Mit einem Ergebnis wird allerdings erst in der Nacht gerechnet. Zum Referendum in Italien nun aus Rom eine Einschätzung von Richard Schneider. Die entscheidende Frage ist, wenn es zu einem Nein kommt, was geschieht mit Matteo Renzi? Denn wenn es hier in Italien zu einer politischen Instabilität kommt, dann könnte das fatale Folgen für die italienische Wirtschaft, aber auch für die Wirtschaft der Eurozone haben. Italien hat eine Staatsverschuldung, die bei 135% im Verhältnis zum Bruttosozialprodukt liegt. Die italienischen Banken haben etwa 360 Milliarden Euro an faulen Krediten. Die Wirtschaft stagniert. Und was man jetzt schon erleben konnte in den letzten Wochen, ist, dass die Aktien, die italienischen Aktien, nach unten gegangen sind, dass es auch eine Kapitalflucht gab. Und politische Instabilität bedeutet dann für Italien und für die Eurozone vielleicht noch mehr finanzielle wirtschaftliche Unsicherheit. Und damit gebe ich zurück zu Susanne Daubner nach Hamburg. Ein Zweierteam wird die Linkspartei in dem Bundestagswahlkampf im kommenden Jahr führen. Es sind die Fraktionschefs Wagenknecht und Bartsch. Die Entscheidung über die Spitzenkandidatur fiel heute bei Vorstandsberatungen in Berlin. Vorausgegangen waren Irritationen. Denn mit der Erklärung, nur in dieser Konstellation zur Verfügung zu stehen, hatten Wagenknecht und Bartsch für Unmut in der Partei gesorgt. Sie betrat am Vormittag als letzte der linken Führungsriege den Saal, als wollte sie nochmals sagen, nicht ohne mich. Sarah Wagenknecht und Dietmar Bartsch, die beiden Fraktionsvorsitzenden im Bundestag, hatten aus ihrem Führungsanspruch für den Wahlkampf keinen Hehl gemacht. Die Parteichefs Katja Kipping und Bernd Rieksinger mussten sich dem beugen. Ich finde aber, das zeichnet eine demokratische und lebendige Partei aus, dass da nicht sozusagen eine Ansage gibt oder ein was durchgesetzt wird, sondern wir haben gemeinsam gerungen. Wagenknecht und Bartsch wiesen Interpretationen zurück, sie hätten die Parteiführung erpresst. Zu einem gemeinsamen Auftritt mit den Parteivorsitzenden vor der Presse reichte die Eintracht dennoch nicht. Ja, wir haben eine einvernehmliche Lösung im Vorstand gefunden. Der Vorstand hat uns beide zu Spitzenkandidaten für diesen Bundestagswahlkampf berufen. Und ja, wir freuen uns jetzt natürlich auf einen spannenden Wahlkampf. Nebenan erklärten die Parteichefs die Beschlusslage, die vermeiden soll, dass die Spitzenkandidaten zu viel Eigeninitiative entwickeln. Die politischen Entscheidungen zum Wahlprogramm sowie die politischen Entscheidungen nach der Wahl werden in enger Absprache mit den Spitzenkandidatinnen geführt und liegen bei der Partei und ihren Vorsitzenden. De facto zieht die Linke dadurch mit einer Viererspitze in den Wahlkampf. Zwei Spitzenkandidaten, die gern möglichst viel zu sagen hätten, treffen auf zwei Parteivorsitzende, die auf keinen Fall etwas von ihrem Einfluss abgeben möchten. Wie dieses Modell zu einem einheitlichen Wahlkampf führen soll, werden die Linken erst zeigen müssen. In Kuba ist der frühere Revolutionsführer und Staatspräsident Fidel Castro beigesetzt worden. 9 Tage nach seinem Tod und nach einem Trauerzug durch das ganze Land wurde die Urne zum Friedhof von Santiago de Cuba gebracht. Die anschließende Beisetzungszeremonie fand unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Fidel Castro war am 25. November im Alter von 90 Jahren gestorben. Sie stehen Schlange, um noch einen letzten Blick auf Fidel Castros Urne zu erhaschen, bevor er im engsten Kreis auf dem Friedhof Santa Ifigenia beigesetzt wird. Natürlich tut es weh, dass er nicht mehr da ist. Aber wir wissen ja, dass er ewig weiterleben wird. Da müssen wir gar nicht weinen. An Helden erinnert man sich ohne Tränen.
Schon in den vergangenen Tagen nahmen Hunderttausende Kubaner Abschied. Die Urne wurde einmal quer über die Insel gefahren, von Havanna bis nach Santiago de Cuba. Dort rief Fidels Bruder und Nachfolger Raúl Castro die Kubaner dazu auf, die Revolution weiterzuführen. Im Angesicht der sterblichen Überreste von Fidel schwören wir, das Vaterland und den Sozialismus zu verteidigen. Fidel! Fidel! Hasta la victoria! Seine letzte Ruhe findet Fidel Castro in der Stadt, wo er vor knapp 58 Jahren den Triumph der Revolution verkündet hatte. Mit den ausgedehnten Trauerfeierlichkeiten will Kuba auch ein Signal an die Welt senden. Das Volk steht hinter Fidel Castro und seiner Revolution. Für den Moment können die Risse in der Gesellschaft damit vielleicht gekittet werden. Doch viele Kubaner wünschen sich seit langem Reformen und politische Veränderungen. In der Fußball-Bundesliga hat Eintracht Frankfurt den Sprung auf Tabellenplatz 3 verpasst. Die Hessen kamen beim FC Augsburg nur zu einem 1:1. Im anderen Sonntagsspiel gelang dem Hamburger SV der erste Saisonsieg. Das Team von Trainer Gisdol gewann in Darmstadt mit 2:0. Die Erleichterung trägt heute das Gesicht von HSV-Trainer Markus Gisdol, denn sein Team feiert in Darmstadt den allerersten Saisonsieg und verlässt so den letzten Tabellenplatz. Hamburg in Weiß, spielerisch klar besser als der Gegner. Gregoritsch erzielt nach 30 Minuten die Führung für den HSV und das verdient. Darmstadt 98, vor und auch nach der Pause offensiv erschreckend harmlos. Chancen sind eher Zufallsware. Die beste hat Kapitän Sulu nach 75 Minuten. Das ist insgesamt zu wenig. Als am Ende die Gastgeber alles nach vorne werfen, kontert der HSV in der Schlussminute zur Entscheidung. Sakai auf Ostscholek und der erzielt das erste Bundesliga-Tor seiner Karriere in seinem 133. Bundesligaspiel. Während es in Darmstadt nach der 5. Niederlage in Serie deutlich bergab geht, befindet sich ein erleichterter HSV im Aufwärtstrend und ist nun seit 3 Spielen ungeschlagen. Die Tabelle: Leipzig weiter vor München und Berlin, Hoffenheim 4., dahinter Frankfurt und Dortmund, Köln auf Rang 7, gefolgt von Schalke und Leverkusen. In der zweiten Hälfte Mainz vor Freiburg und Augsburg, Bremen klettert auf Rang 14, Darmstadt auf dem Relegationsplatz, Hamburg nun Vorletzter, Ingolstadt ist neues Schlusslicht. Doppelsieg für die deutschen Kombinierer durch Erik Frenzel und Björn Kircheisen beim Weltcup im norwegischen Lillehammer. Nach dem Springen lag Frenzel auf Platz 2 hinter dem Japaner Watanabe, der beim Laufen keine Rolle spielte. Auf der 10-Kilometer-Strecke dominierten die beiden Deutschen. Kurz vor dem Ziel setzte sich Erik Frenzel ab und gewann nach gestern auch heute den Wettkampf souverän. Hinter Kircheisen kam der Norweger Graubock auf Platz 3. Der Oberstdorfer Johannes Rützek verteidigte mit Rang 4 die Weltcup-Gesamtwertung. Fabian Riesler als Fünfter komplettierte das starke deutsche Ergebnis. Platz 2 für Laura Dahlmeier beim Biathlon-Weltcup im schwedischen Östersund. Nach 2 Schießfehlern bei 20 Versuchen war nur eine schneller. Gabriela Kukalova behielt beim letzten Stehenschießen die Nerven und konnte so einen knappen Vorsprung auf Dahlmeier halten. 8,4 Sekunden kam sie vor der Weltcup-Führenden ins Ziel. Dritte wurde Dorothea Vira aus Italien. Dahlmeier bleibt damit im gelben Trikot nach den Rängen 1, 4 und 2 in Östersund. Und nun die Wettervorhersage für morgen, Montag, den 5. Dezember. Auch die neue Woche beginnt unter Hochdruckeinfluss mancherorts neblig trüb. Verbreitet scheint aber die Sonne. Heute Nacht ist es in Küstennähe sowie im Osten zum Teil neblig, auch im Süden Nebel sonst meist klar und es gibt stellenweise Reifglätte. Morgen wieder vielerorts sonnig, besonders im äußersten Norden sowie in den Niederungen des Südens kann es allerdings den ganzen Tag trüb bleiben. Heute Nacht an der See 2 bis 5 Grad, sonst überall frostig, im Südosten auch strenger Frost. Im Dauernebel auch morgen Minusgrade, sonst 0 bis 8 Grad. Am Dienstag abseits des Nebels meist sonnig, im Nordosten dichte Wolken und etwas Regen. Die Nordhälfte gerät in den nächsten Tagen zunehmend unter Wolken, in Küstennähe etwas Regen. Richtung Süden gibt's weiterhin teils Nebel, teils Sonne. Um 22.45 Uhr begrüßt sie Karin Mioska mit folgenden Tagesthemen: Entscheidung in Italien, wie das Referendum Europa verändern kann und ausführliche Berichte von den Sonntagsspielen der Fußball-Bundesliga. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.